Ich habe vorher überlegt, ob ich, also ich konnte mich nicht entscheiden, ich habe drei Sachen, die ich gerne lesen würde, und ich habe gerade gehört, der Kollege hat einige mehr Sachen gelesen, also vielleicht kann ich noch alle drei Sachen schaffen. Wir fangen mal an. Ja, oder nachher nochmal. Oder so. Ja. Vielleicht machen wir es. Schweiß steht auf seiner Stirn. Jetzt ist es gar nicht leicht, reicht hier sein Superkern? Die Frage scheint so leicht. Er hat sich vorbereitet und las ein jedes Buch. Er fühlt sich nun verleitet. War das wohl nicht genug? Der Anfang ohne Sorgen, das war ganz leicht gemacht. Ich feiere bis morgen, es wäre doch gedacht. Und er sitzt in dem Licht auf dem Stuhl und er schwitzt. Weiß es nicht, tut ganz cool. 1000 Euro fragen, denn jeder kommt dahin. Wäre lächerlich zu sagen, auch er wäre er noch drin. Die Runden überstanden mit allen Jokern gut. Nie geahnt zu stranden, erhielt sich frischen Mut. Er schaffte selbst die Hürde, er wäre dann weich gefallen. Doch er gewann mit Würde. Dies fast schon Korken knallen. Und er sitzt in dem Licht auf dem Stuhl und er schwitzt, weiß es nicht, tut ganz cool. Im Publikum da saß ein alter Freund mit Stock, der einen Duden las. Er führte Stift und Block. Runde über Runde, die Lösung steht genannt, in einer knappen Stunde der Millionen zugewandt. Ob Bio oder Wirtschaft, ob Tiere oder Sport, ob Trauung, Fragen aus der Raumkraft. Er nannte Fluss und Ort. Und er sitzt in dem Licht auf dem Stuhl und er schwitzt, weiß es nicht, tut ganz cool. Er nutzte keinen Joker, er hasste dieses Tun. Weiß ich, schrie er ganz froh, ein Lächeln nur, dann ruhen. Einmal musste er raten, es war bei Frage 9, es ging um Schweinebraten, da schien er sich zu scheuen. Doch diese letzte Frage, die ihn vom Siegen trennt, in kniffliger Lage, ob er die Antwort kennt. Und er sitzt in dem Licht auf dem Stuhl und er schwitzt, weiß es nicht, tut ganz cool. Ärger macht die Frage, die Kamera zoomt ran. Jetzt tritt es wohl zutage, wie unwissend der Mann. Was Liebe nur bedeutet, steht da in weißen Lettern. Der Giggle, der nun läutet, soll ihn zu Boden schmettern. Und wie wir alle fiebern, wir hoffen auf den Lauf. Er fummelt an den Schiebern, er sagt, ich gebe auf. Und er saß in dem Licht auf dem Stuhl, der Platz nass, wusste es nicht, tat so cool. Mir wurde mal gesagt, dass man hin und wieder auch Texte machen sollte, die sich nicht reimen. Ich habe das mal versucht. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, einen Text zu schreiben, der sich nicht reimt. Es keimt, denke ich, und versuche die Worte zu trennen, umnennen, damit kein Klanggleichgewicht bleibt. Mein Vorsatz vertreibt, einen Text zu schreiben, der endungsfrei ist. Mit typischer List schleichen sich Reime ein, wollen mit Fantasie und Bedeutung sein. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, einen Text zu schreiben, der sich nicht reimt. Schwer denke ich nach. Nach manchem Ach kommen die ersten Worte aufs Papier und hier, wo ich selber schreiben müsste, küsste eine Geisterhand das Telefon, setzt von vorne an. Und wieder dieselbe grausame Sache, ich lache. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, einen Text zu schreiben, der sich nicht reimt. Das kann doch nicht wahr sein, dass sich hier gut tut, das ist nicht gut, dass Tastaturen Willen zeigen, erste Geigen spielen wollen, Knöpfe und auch Augen rollen. Geschwollen voll Pathos, so liest sich das Tippen mitten vom Kaffee wegen trockenen Lippen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, einen Text zu schreiben, der sich nicht reimt. Eigentlich sah das Ziel ganz anders aus. Raus aus der Seele wollten die Sätze aus Engel, ganz ohne die förmlichen Zwänge, doch ich kann nicht stoppen den Wahnsinn, Bahn hin oder her, es ist einerlei Schweinerei. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, einen Text zu schreiben, der sich nicht reimt. Ich bin mir nun sicher, das war nix. Tricks haben mir nichts genützt, ausgebüxt sind die Prosa-Worte an Orte der Poesie. Nie hätte ich das erwartet, nie geschafft. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, einen Text zu schreiben, der sich nicht reimt. Was kann ich tun? Nicht ruhen, solange ich denke, Gedanken lenke, muss ich in Reimen sprechen, mir mehrfach die Zunge brechen, denn nicht überall ist der Überfall ohne eines Gedichts selben Gewicht. Ich glaube, dass es eine gute Idee ist, einen Text zu lesen, der sich reimt.